Hallö! So, jetzt aber Hallö. Hat mir das Kitty wieder das Mikri rausgezogen? Ich sag's wie du, merci, merci beaucoup. Hi Leute, es kann sein, dass ich zwischenzeitlich mal kurz aufstehen muss, rausgehen muss, zum Klingeln gehen muss, weil mein Greenscreen kommt heute. So. Bevor wir. Hätten wir das Problem, dass ich meinen Real Name nicht schon wieder droppe. Gelöst. Hi, Eist. Zwischenzeitlich muss ich mal aufstehen, weil mein Greenscreen kommt heute. Unerwarteterweise. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich mir da was bestellt habe. Gestern noch bestellt. Und heute schon wieder vergessen. Das Geilste, was einem passieren kann, glaube ich. Ja, wir machen weiter mit Final Fantasy 8. Und wir müssen, also was heißt wir müssen? Wir sind am Grab des Königs. Und werden da mal reingehen. Wir suchen ein Schwert im Übrigen. Genau das hier. Schülernummer. 120. Merkt euch, 120. Werden wir brauchen. So, aber wir müssen jetzt den Weg zu den Kammern finden. Wird also nicht so easy, weil Eri den schlechtesten Orientierungssinn überhaupt hat. Alter, ich schwöre euch, ich hasse diesen Dungeon. So. Ich glaube, ich muss gegen den Pudding da mal was machen. Ach, ja, noch selber. Ich habe jetzt mal ohne Anfeuern gemacht. Ich weiß, ich wollte eigentlich die GFs nur für Endboss-Fights nutzen. Entschuldigung, wenn ich auch nebenbei mal ein bisschen abgelenkt bin. Ich muss gucken, an welchen, wie viele Stationen mein Paket entfernt ist. Shino hat noch eine Frage. Erstmal Shino sagen, Shino, ich habe gerade Stream. Ich habe gerade Stream. Ach, na komm, wo bist du denn, Paket? Noch ein Stopp von mir entfernt. Na, dann dürfte es ja gleich klingeln. Dann darf ich wieder aufspringen, mir einen Krampf im Bein holen. So das Übliche. Jo. Ihr da, was macht ihr hier? Wenn es jetzt klingelt, muss ich auf po Stopp setzen, ne? Okay, die Vieh heilt sich ständig.
Mal sehen, wie lange wir jetzt brauchen. Die sind ja stark. Okay, haben wir durchgenommen. Haben wir durchgenudelt. Kinderkacke, ihr werdet es büßen. Selber Kinderkacke. Ja. Können wir da bitte trotzdem noch mal rein? Okay. Da ist nichts mehr. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter mit der Eri. Jetzt muss ich nämlich die Karte ein bisschen anders geistig drehen. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh, bitte, lieber Gott, sag mir... Ja! Okay. Oh, ich hab Levitas, na süß. So. Erstmal Füßchen nass gemacht. So, wartet, ich muss geistig wieder die Karte drehen. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang. Ja. Uff. Ich hab's echt nicht so mit Wegweisern. Ich muss mal Kopeln. Zwar muss ich mal hier auf Zauber gehen. Ich brauche gleich Levitas. Oh, ich muss mal an die Tür. Thank you.
denn da? Mensch, Jüngchen! Mein Junge! So, Greenscreen ist da. Jetzt lohnt es sich für euch, es zu sparen. Ich bin zu blöd, ne? So, ich muss nochmal geistig umdrehen. Ich glaube, hier lang? Nee, falsch. Jetzt aber geradeaus. Nur jetzt schon wieder falsch, oder? Hm. Ich finde das mit dieser Karte extremst complicated. Weil ich mich da geistig immer so verdrehen muss. Aber ich habe schon mal länger dafür gebraucht. So, erwartet geistig auf den Kopf stellen. Ich glaube, ich muss nach rechts. Oh, ich bin gut. So, Chaka. Ihr seid schon wieder hier? Das letzte Mal war es nur die Aufwärmrunde. Diesmal ist auch mein Bruder hier. Jetzt könnt ihr noch fliehen. Hey, Bruderherz. Hallo, Mimi. Was ist, Secretor? Bruderherz. Das sind die Grabschänder. Sie wollten nicht auf mich hören. Ihr habt Secretor geschlagen. Schwach scheint er ja nicht zu sein. Der Kleine? Dein Bruder? Bruderherz, sie verarschen uns! Menschen, wie töricht. Ich werde euch zeigen, dass das Äußere nichts aussagt. Mach das ohne Verstärken. Vielleicht kommt irgendeiner und sagt, du musst klauen. Ich bin weg. Ich muss gar nichts klauen. Wir haben verloren. Meine Helden, nehmt uns bitte auf. So, jetzt, wie nennen wir denn die Brothers GF? Da haben wir wieder das Problem. Wie nennen wir unsere Brothers? Wir essen doppelt so geil von allen. Wer von unseren Leuten ist denn doppelt so geil wie jeder andere? Damit meine ich jetzt nicht mich. Ich bin überhaupt nicht geil. Alles gut. Lia haben wir ja schon. Terumis haben wir auch schon. Oh, ich habe eine Idee. Es wird ihn sowas von nerven. Sowas von.
Ich hoffe, es nervt ihn. Bisschen Gedisse muss ja sein, ne? Na doch, er ist doppelt so fett wie jeder andere. Body Shaming, das ist böse. Oder er hat immer zwei schlagende Argumente, die er gerne hätte. Meinst du nicht? Meinst du nicht, wir sollen Brothers nicht Kuya nennen? Dann mach einen Spruch, wer aus der Community ist wie Brothers. Er schreit doch auch häufiger, Mami, die ärgern mich. Deswegen dachte ich da so an Kuya. Hätte er einen Bruder, würde er den uns auch auf den Hals setzen. Und sagen, ey, ich mach dich Messer. Ich mach dich Messer, wenn kommen großer Bruder. Verstehst du, was ich meine? Keine Ahnung, Brüder passen nicht zu denen. Ist okay. Aber da fehlt ja immer noch jemand. Ich hätte ja schon gedacht, Losty, aber wird langsam schwierig mit den Usern, die immer wieder kommen, wa? Okay, du sagst Spock, okay. Also, falls jemand fragt, ne, Eis, du warst dafür verantwortlich. Ihr habt die Brüder besiegt. Ihr seid wirklich tapfer. Endlich werde ich aus diesem kleinen Sack befreit. In all den Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob es nötig ist, jemanden in einen Sack einzusperren, wenn er das Zeitliche segnet und seinen Körper verlässt. Und sonst noch was? Sonst nichts mehr, okay. Na toll. Ja, stimmt, der wendet ja einfach mal so die Ansicht. So, 120 nochmal. Aber hier gibt's kein Ramu. Hast doch gesehen, wir haben nur Quetzalcoatl. Wir können höchstens Odin nehmen, weil Odin recht schnell beseitigt wird, wenn man Pech hat. Aber dazu müssten wir Odin finden. Und man kann ja leider sehr viele GFs einfach mal so zwischenzeitlich verpassen. So ungewollt. Geld gezahlt? Warum weiß ich davon nichts? Wen muss ich verklagen, dass er dir Geld für diesen Stream abgeknöpft hat? Du hast Final Fantasy mit... Was hast du denn gewählt damals, als die Final Fantasy-Umfrage kam? Ich glaube, da hast du 13 gewählt, ne?
Ja, weil du sehen wolltest, wie Erik sich dumm anstellt, ne? Na toll, fahr nur weg, du blöder Bus! Oh, die Störung heute wieder. Sie wünschen? Die Antwort geben. Auf der 1er Stelle eine 0. Auf der 10er Stelle. Ach nee, warte mal. So, nochmal. Auf der 1er Stelle. Wir waren bei 120, ne? Dann kommt eine 2. Dann kommt eine 1. Richtig, sie können hereinkommen. Finally. Bell und Galbadia machen gemeinsame Sachen in einem galbadianischen Oberst. Was wird hier gespielt? Unnötig sich Gedanken zu machen. Ein Seed fragt niemals, warum. Der Vertrag mit euch. Der gilt doch noch, oder? Was ist jetzt schon wieder? Bitte lasst mich nicht alleine zurück. Wie sieht euer Plan denn aus? Will sie wieder herumnörgeln? Du weißt, wie man Befehle erteilt. Tu, was du nicht lassen kannst. Okay, dann erklär mir alles. Sagte sie und blieb stehen, ohne dass sie ansprechen kann. Genial. So, erstmal speichern. Beziehungsweise erstmal GF ausrüsten. Wir hatten jetzt hier. Das ist nur eine GF, ne? Skipper, Selfie, Skipper, Devi. Selfie, okay. Dann kriegt sie's Bock. Kriegt nochmal HP oben drauf. Ich erinnere mich, den Abschnitt, wir kriegen den heute nicht fertig. Ich erinnere mich dran. Der war so übelst bärzig. Was sind denn Brothers? Ach, da sind Brothers. Schön sagen. Nochmal einen Kartenwandler. Stärke. Ah, passt schon. Oh, Windschlerrute. Stimmt, Windschlerrute. Das heißt, wir können jetzt auch unsichtbare Dinge sehen. Das ist geil. Gut, den hat sie ja fast voll. Ist okay. Macht erstmal anfeuern. Und du bist immer noch beim Rauben. So, wartet mal. Itemwandler. Das heißt, irgendeine der GFs muss doch. Ich weiß, dass einer von denen. Im Prinzip. Gegner 5. Ach nee, da wird es nur halbiert. Ich dachte, es geht hoch. Scheiße. Ich weiß, dass einer von denen im Prinzip. Wie soll ich sagen? Heil-Items herstellen kann.
Also so einen Heil-Item-Wandler hat. Und das scheint hier gerade keiner von denen zu sein. Weil damit kann man sich dann noch ein bisschen Kohle verdienen. Ja. Gut. Nutzen wir mal den Item-Wandler. Heilwasser. Was kann man aus den Kugeln machen? Ah, ich kann aus dieser N-Munition. Interesting. Ein Lebenspunkter? Achso, das macht ja nur hier die Zauber. Ach ja, das macht ja nur die Zauber. Sonst nichts. Ah, ja. Und Windfeder. Naja, gut. Dann gehen wir mal rein in die gute Stopp.